Also eigentlich bräuchten wir noch 4 Bienen. Hier können wir gleich 2 Bienenstöcke aufbauen. Das wird dann aber auch wieder etwas abseits sein, also außerhalb unserer Basis. So, was können wir noch Produktives machen? Hm, ein Stöckchen können wir wegschmeißen. Er ist ja schließlich tot. Ah, das Auge schläft auch. Also, entweder schläft es oder es ist tot, genauso wie Chester. Wenn ein Hund stirbt, dann auch der Knochen oder so ähnlich. Karotten können wir noch verkochen. Ansonsten sieht es platztechnisch nicht besonders gut aus, wie immer eigentlich. So, jetzt komm her. So. Doofen Spinnen hier. Oh, das sind doch ein paar viele. Die ignorieren wir dann doch mal. Oh, Schweinehütten. Wow. Hey, das ist auch neu. Schweine bauen Farmen. 3x3 Farmen aus Gras und 3x3 Farmen aus Büschen. Ah, schick. Das plündern wir doch gleich mal. Haben auch die Spinnen umgebracht. Sehr schön. Oh, wir können mal die ganzen Beeren. Also, isst du Blütenblätter? Nein. Isst du Beeren? Du isst keine Beeren. Willst du mich veräppeln? Also in den Kommentaren wurde auch geschrieben, dass man mit den Schweinen ganz gut leben kann. Also dass sie Dünger produzieren. Das heißt, man muss denen irgendwas geben können, was nicht wirklich selten vorkommt. Ha. Und sie essen weder Samen noch... Na doch, Samen essen die. Machst du auch nochmal Häufchen? Na komm. 3 Samen, 4 Samen, kein Häufchen. Ah, ist doch irgendwas komisch. Hm. Na gut, laufen wir weiter. Auf jeden Fall interessant zu sehen, dass sie jetzt auch diese Konstruktion hier anfertigen. Das ist auf keinen Fall random. Oh, da oben ist ein Wurmloch. Und Steine. Ja, Natur ist langweilig. Nicht wirklich, aber für dich anscheinend schon. So, ich laufe nochmal hier am Rand lang. Oh, ein allein lebendes Schwein. Da ist die Schweinesiedlung und hier ist ein Einsiedlerschwein. Hm. Okay. Könnte ich sein. So. Du. Oh ne, sind ja schlimmer geworden. Nee, komm, du darfst ruhig weiter weglaufen, ist mir egal. Ich will dich gar nicht mehr töten. Du bist viel zu nervig. Wir brauchen einmal Pickaxe. So, du kommst mit, du kommst mit. Alles mit. So. Spinnen lassen wir auch in Ruhe. Ich will eigentlich zurück zum Wasser. Damit wir es auf der Karte gut sehen können, wo was ist. Und ich würde richtig gerne mal wieder in so eine Steinwüste kommen, wo wir letzte Welt hatten. Damit wir unseren ganzen Goldbedarf mal decken können und genug Steine haben für unsere Steinmauer. Aber momentan sieht das ja echt mau aus hier auf der Karte. Vielleicht müssen wir echt einpacken, die wichtigen Ressourcen alle mitnehmen ins Inventar und dann in die nächste Welt hopsen. Aber es läuft gerade so schön mit der Mauer. Na gut, wenn wir die Ressourcen hätten, dann können wir auch die Mauer in einem Tag neu bauen. So ist das ja nicht. Nö, hier ist nichts. Also gut, hier ist ein Schweinedorf, das merken wir uns mal. Und da war noch ein Wurmloch. Da war gerade wieder so ein doofer Schatten. Obwohl unsere geistige Gesundheit recht hoch ist, das ist komisch. Das ist doch einfach nur ein Glitch. So, hier ist die komische Maschine. Die wollen wir nicht benutzen, aber ich glaube, ich laufe mir hier oben hin zu dem anderen Wurmloch. Das heißt, wir werden diese Nacht nicht irgendwo schlafen, wo wir schon mal ein Lagerfeuer gebaut haben. Bedeutet auch, dass ich jetzt weiterhin Steine verschwende für neue Lagerfeuer. Wobei, ich kann einfach das hier nehmen. Ja, das ist alles nachwachsend, dann nehmen wir noch einfach so ein kleines Lagerfeuer. Das passt schon.
Und da wir gleich in ein Wurmloch springen, sollte ich unterwegs noch ein paar Blümchen aufheben. So. So. 171, 176. So, Wurmloch war am Wasser irgendwo. Da. Die Steine nehmen wir vorher noch kurz mit. Sind ja schließlich Mangelware. Eine Spur aus Steinen. Ich folgte mal nur ganz kurz. Einfach so aus Bauchgefühl heraus. Und hier ist nur irgendwie mehr Grünzeug. Ja, Bauchgefühl hat mich getäuscht. Es wäre echt schön gewesen, wenn eine Spur aus Stein in eine Steinwüste führen würde. Aber man kann nicht alles haben. So, ab ins Wurmloch. Gucken, wo wir jetzt rauskommen. Ich würde auch gerne wissen, wie groß die Welten allgemein sind. Weil unsere allererste Welt, beziehungsweise die ersten drei Leben, waren ja noch in dem alten System. Wow. Obwohl, geht eigentlich. Waren ja noch in dem alten System, wo immer die runden Inseln hintereinander gelegt wurden. Aber hier kann ich ja echt eine ganze Weile scrollen. Ja, obwohl. Einmal ziehen. Das Maximum. Das heißt, die kann schon recht groß werden. Karte zu. Immer noch keine Steinwüste. Nochmal kurz auf die Karte. Also. Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, genau. Also das Wurmloch mit einem Lagerfeuer führt immer zu einem Wurmloch ohne Lagerfeuer. Also das Wurmloch führte dahin. Das Wurmloch führt nach Hause. Und das Wurmloch führt hierhin. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt hier auch noch ein Lagerfeuer setzen. Aber nö. Ich will weiterlaufen. Ich will endlich meine Steinwüste finden. Hast du einen Minisumpf? Okay. Steine, komm mit. Spinne wird ignoriert. Gold wird nicht ignoriert. Sehr schön. Oh, und ich wollte ja mal die Gräber ausgraben und gucken, was drin ist. Haben wir hier irgendwo... Oh, Steinboden, Steinboden? Nein. Wirklich weit sind wir ja doch nicht gekommen, hm? Wir sind schon gleich wieder bei dem anderen Lager. Bei dem anderen Wurmloch-Lager. Ein wenig enttäuschend. Ich würde gerne mal in so ein Wurmloch reinspringen und dann irgendwo rauskommen, wo man so echt zwei, drei Tage lang laufen müsste, um wieder zurückzukommen. Das wäre echt cool. Aber komm, vielleicht noch. So, ein Seil bitte. Ein Seil. Verbrennen. So. Ich hätte gerne die Karotten zum Abendbrot. So, war mir zwar satt, aber ist mir egal. Ja, können mal gucken, wie viel die Girlande bringt. Herstellung gar nichts. 157. Sieht ganz süß aus. Ich sehe keinen Unterschied. Also es geht immer noch runter. Wahrscheinlich langsamer runter. Nee. Na gut. Was können wir noch Produktives machen? Wir könnten Bretter herstellen, dafür haben wir keinen Platz. Wir können das Fleisch verkochen. Schmetterling wird ignoriert. Wir könnten Fireflies fangen, wenn wir irgendwo welche sehen. Aber ich sehe nichts. Und es wird immer wieder langsam Zeit für Wölfe. Da sollten wir drauf aufpassen. Wir könnten Fallen produzieren, dafür haben wir aber keinen Platz. Chester ist ja tot, das klappt auch nicht. Oh, nicht wirklich viel zu tun. Dann überlegen wir uns doch einfach, was wir morgen machen. Wir laufen morgen zurück hierhin und buddeln die ganzen Gräber aus. Und im Laufe des Tages verfuttern wir noch das Fleisch, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und dann sollten wir eigentlich langsam wieder nach Hause, um damit schon weiter auszubauen und auszumisten. Wobei das Ausmisten nicht wirklich viel bringt, weil wir ja jedes Mal mit genau den gleichen Sachen wieder nach Hause kommen. Also
Abgesehen jetzt vielleicht von dem Honig und den Bienen. Also könnten wir auch einfach weiterlaufen, so lange, bis wir die Karte größtenteils aufgedeckt haben. Denn wenn hier nicht irgendwo bald mal eine richtig ordentliche Steinwüste kommt, bin ich eingeschnappt. Das heißt nicht, wir können unser Haus niemals fertig bauen, geschweige denn langfristig halten. Aber wir müssen... Was ist das für ein komisches Rauschen? Geschweige denn langfristig halten. Denn um das langfristig halten zu können, müssen wir die Wand hier immer wieder reparieren können. Und Steine wachsen nicht nach und... So, ein größerer Sumpf. Ganz viele Frösche. Okay. Laufen wir mal einfach weiter. Genug Essen haben wir haben genug Holz. Alles kein Problem. Das ist echt ein riesiger Sumpf. Wie war das mit der Angel bauen? Seit Folge 8 oder so? Kommt noch. Wenn wir mal geistige Gesundheit brauchen, bauen wir eine Angel. Und gehen dann nachts in einen Sumpf zum Angeln. Mit Killerfröschen um uns rum. Das ist nicht so wirklich passend. Ah, und hier liegen verdächtig viele Steine auf dem Boden. Könnte glatt meinen, ich wäre auf einer Multiplayer-Karte und irgendjemand will mich ärgern. Obwohl das ja nicht wirklich ärgern ist, wenn er mir genau das gibt, was ich gerne hätte. So, und noch ein Wurmloch. Wollen wir reinspringen? Geistige Gesundheit wird dann gleich schrumpelig werden. Aber das ist ganz schön weit weg von den anderen. Also, nee, relativ weit weg. Gucken wir einfach mal. Also, das Wurmloch dahin. Das Wurmloch nach Hause. Das Wurmloch dahin. Wo führst du hin? Steine. Sehr schön. Fast direkt neben unserem anderen Dings da ist hier eine Steinwüste. Also das Wurmloch führt dahin. Das heißt, wir können von hier aus als Abkürzung dahin gehen, um dann da den Sumpf zu überspringen. Ja, okay. Ist mir jetzt erstmal vollkommen egal. Ich hau jetzt ganz lange ganz viele Steine. Denn wir brauchen keinen Platz. Okay, das wird aufgegessen. Denn wir brauchen ganz, ganz viele Steine. Und ganz viel Gold. Wir haben nämlich jetzt gerade erst genug Gold für ein einziges Goldwerkzeug. Und da brauchen wir schon ein paar mehr. Außerdem brauchen wir Gold ja auch für die Kühltruhe. Oder Kühltruhen, je nachdem wie wir das handhaben wollen. Aber ich denke mal, eine sollte reichen. Wofür brauchen wir noch Gold? Weiß ich jetzt gar nicht mehr so. Brauchst du die Fleischstatue Gold? Nee, ich glaube nicht. Die braucht nur Bretter, Haare und Fleisch. Aber ja, wir sollten definitiv... Wir sollten definitiv demnächst das Zelt bauen und auf Wilson wechseln. Denn die Aktion mit den Bienen letztens war schon ganz schön knapp. Und es wäre schade, wenn das jetzt schon wieder vorbei wäre. So, wir haben 62 Stück Stein. Das sollte doch langsam reichen. Aber den dann nehmen wir noch mit. So. Leertaste. So. Also, du führst dahin, du führst nach Hause. Das heißt, wir springen gleich da rein. Und du führst da hinten hin und du führst da hinten hin. Okay. Immer wieder vor Augen führen, sonst werde ich mir das nie merken können. Aber ja, Notizen machen oder Striche ziehen können auf der Karte wäre echt genial. Ich hoffe, sowas in der Richtung kommt noch, um das Ganze ein wenig übersichtlicher zu handhaben. So, einfach Straßenverlauf folgen. Ein, zwei Blümchen mitnehmen. So. Und da ist auch schon das Wurmloch. Sehr schön. Schwupps. Müsste das Richtige gewesen sein? Und ja, ist es auch. 95 Lebensenergie. Ich hatte den Verdacht, dass die Wurmlöcher mal Lebenspunkte abziehen. Was natürlich recht garstig wäre.
Würde aber das rote Augending da erklären bei dem einen Durchspringen. Na gut, wir sind zurück in unserer Basis. Ein guter Zeitpunkt zum Abspeichern. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder.